hoffe, mein Stream hält heute, ey. Nicht wie letztes Mal. Thank you.
Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe True Life Friends, Family und Fans, Freelance, Oleros etc. Und alle anderen da draußen hier an diesem Freitag, 10.02. zur vierten Mission in unserer Red Scorpion Kampagne von Viper. Also gebaut heute von mir. Wir machen heute ein bisschen Training. Dumme Bomben steht auf dem Programm, Dumb Bomb Exercise. Ich habe das geplant, ich führe das durch mit den Jungs. Wir sind nicht ganz so viele, ich glaube wir sind nur 8 Leute oder so. Wie immer, wenn es um Training geht, sind sie nicht da. Sie wollen alle nur Missionen fliegen. Mhm, wie immer. Nee, das ist auch nicht so schlimm. Alles gut. Wenn man halt nicht kann, wenn man arbeiten muss, muss man arbeiten. Das ist so. Ich muss hier kurz alles gucken. So, ja. 5 Minütchen haben wir noch. Ich würde euch kurz das Ding hier vorlesen, bevor ihr die anderen hört oder ihr die anderen hört. Ja. Bis gleich. Ich würde euch schon mal hier das Briefing zeigen. Ich würde das nämlich noch hier mit den Jungs nur im Schnellverfahren durchgehen. Und zwar haben wir Tag 4 heute. Erstmal das tolle Bild hier. US Carrier Group in die Mediterrane See für NATO-Übungen. Und die Briten haben auch ein bisschen Destroyer geschickt, etc. So viel zur allgemeinen Lage. So, für NATO-Übungen, bla bla bla, brauchen wir nicht. Die 32. Freelancer befinden sich noch immer im Trainingsmodus. Sie nutzen die Zeit gezielt, um sich möglichst gut auf einen eventuellen Einsatz vorzubereiten. Heute steht eine Air-to-Ground-Übung auf dem Programm. Genau, und zwar mit dummen Bomben. Aufgrund der zunehmenden Präsenz der Amerikaner hat die iranische Luftwaffe ihre Luftpatrouillenfrequenz erhöht. Also, die werden da ein bisschen nervös. Die haben ein bisschen aufgestockt. Die Situation ist aufgeheizt und angespannt. Glücklicherweise ist es bis jetzt noch zu keiner heiklen Situation gekommen. Aufgrund der sich zuspitzenden Lage haben sich die Amerikaner dazu entschlossen, alle zukünftigen Flüge mit scharfer Air-to-Air-Bewaffnung durchzuführen. Falls irgendwas ist, dass wir schnell reagieren könnten. Unsere Aufgabe von heute, guten Morgen Herren, nach der Air-to-Air-Übung letzte Woche steigen wir heute ins Air-to-Ground-Training ein. Wir werden heute unsere Können im Bereich dumme Bomben auffrischen bzw. erweitern. Nachdem wir unsere Flugzeuge vorbereitet haben, inklusive der Eingabe von Wegpunkten, starten wir von Al-Dafra aus in Richtung Trainingsrange. Unterwegs beziehen wir einen Post und üben uns im TOT, Time Over Target, Richtung des IPs der Trainingsrange. Ab dem IP haben wir einen JTAG mit dem Callsign Playboy, welcher uns genaue Informationen zukommen lässt. Nach der Übung geht's ab in die Tanker Zone für Refuel und wieder zurück in den Post. Ich habe zurückgeschrieben. Okay, sobald alles zurück im Post sind, geht's RTB. Da müssen wir noch ein bisschen gucken, wie wir das machen. Zurück. Boom. So. Ja, müssen wir nochmal gucken, wie wir das genau machen. Werden wir sehen. Sodeli. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wo ist der? Wo ist er denn jetzt hin? Der Purz. Wenn ich das richtig verstanden habe, der Stress. Okay. Er hat irgendwas gesagt, der müsse, irgendwie hat er doch irgendwas gesagt von wegen, oh, hoffentlich kann er jetzt fliegen, weil irgendwie er seine Frau erzählt hätte, er würde nur das Cockpit aufbauen. Und dann war er eben weg gewesen, keine Ahnung. Ja, der hat mir gerade noch geschrieben, ich glaube, der hat Stress. Ah. Okay. Okay. So, wir sind übrigens live. Genau. Mein Intro ist durch, wir sind eigentlich ready. Wir warten noch die letzten 2 Minütchen hier und dann würde ich einfach stinkfrech loslegen. Yes, sir. Yes, sir. Check, ist am Server dran? Jawohl. Mischen bitte warten und dann, du weißt, wie ich meine, ne? Nach dem Briefing und so. All Units, Irene. I say again, Irene. Alter, das ist so laut. Wieso ist es so laut? Wieso ist es so laut? Das ist eben schuld, wenn das so laut ist bei dir. Alter, wieso ist es so laut?
Hello, motherfucker. Hello, motherfucker. Ja. Können wir kurz noch gucken, wen haben wir denn? Viper ist da, ich bin da, ein Tracker da, Jack da, Goblin da, Lasse da, Raffnex da, Purzel nicht da, Ape da. Tue ich noch hier zufügen. Okay, kleine Runde heute, ne? Jo, wäre soweit fertig, also wir können dann pünktlich starten. Okay. Ja, ist der Tracker auch wieder da? Oder ist er noch Pipi? Nee, bin schon da, bin schon da. Okay, Anwesenheitskontrolle, ob alle da sind, Goblin. Hier. Check. Jo. Lasse. Ja, ja. Raffnix. Ja. Tracker. Ja. Viper. Ja. Ape. Ja. Alle da. Gut. Ich hoffe, OVGME habt ihr geupdatet, das Mazoon-Pack. Noch nicht. Okay. Dann solltet ihr das parallel tun. Sonst könnte es sein, dass ihr nicht aus euren Hangars rauskommt. Starte ich sofort. Hat sich aber nicht erst heute was geändert, oder? Nee. Seit zwei Wochen oder so? Ach nein, das habe ich schon. Das habe ich schon. Ich dachte, ihr habt heute was geändert. Nee. Das Mazoon-Pack ist seit, ich glaube, zwei Wochen oder so. OVGME, genau. Das Einzige, was Neues sind die Hornet-Skins. Die habe ich irgendwann Dienstag oder Mittwoch hochgeladen. Nee, ich hatte irgendwann vor zwei Wochen, hatte ich, glaube ich, oder halt eben das aktualisiert, ja, wo das irgendwo stand. Genau. So, also ich begrüße euch zum heutigen Training am vierten Tag in der Red Scorpion-Kampagne. Ich muss hier kurz Dauersenden anmachen. So, dann muss ich nicht immer meinen scheiß Push-to-Knopf drücken hier. Und zwar geht's los, Dumb-Bomb-Exercise. Alles um dumme Bomben. Das Briefing habt ihr gesehen. Die Lage lese ich jetzt nicht nochmal vor, die habe ich für den Stream schon vorgelesen. Die Aufgabe würde ich jetzt eigentlich auch nicht nochmal lesen, weil ich komme bei der Aufklärung dazu, was genau Sache ist. Ich zoome mal noch ein bisschen rein. Wir haben hier unser Lagebild mit der iranischen Grenze. Ihr wisst, wo wir sind. Wir sind auf Al-Drafa. Wir haben eine Tankerbox und im Süden ist unsere Trainingsrange. Das ist eigentlich unser Spielplatz heute. Alles südlich von Al-Dafra quasi. Dieses Gebiet. Nicht zu weit nach unten, weil Enemy Airfield, da sind SAMs etc. Luftabwehr, Training. So weit gehen wir aber nicht. Genau. Kommen wir zur Aufklärung. Wetter. Metadaten habt ihr gesehen. Wir haben eigentlich ziemlich gutes Wetter. Die das entschlüsselt haben, wir haben ein bisschen Wind in Richtung 140, 7 Knoten. Ist nicht so schlimm, also ist quasi auch vom Heading her in, also Ausrichtung, Runway Heading, meine ich, mehr oder weniger, gerader Wind in Runway Heading, mehr oder weniger, genau. So, die Zeit ist morgens um 10, wir fliegen um 10 Uhr, also nix hell oder dunkel, etc. Kommen wir zu dem, was wir heute machen. 10 Uhr ist ein Startup. In Two-Ship-Flights, dann Taxi, Take-Off, alles in Two-Ship-Flights. Wir haben keine Take-Off-Time, das heißt, ihr könnt selbstständig zur Bahn rollen, Take-Off machen, etc. Denkt dran, dass ihr guckt, welche Runway aktiv ist und dass ihr alle Wegpunkte eingebt. Die Flieger sind leer, ihr müsst alles selber eingeben. Also auch die Exit Points. Der Flieger ist total clean. Eingestellt ist natürlich Bewaffnung, wie immer. Sowie von den Radios die Presets. Genau. Wenn ihr nachher airborne seid, dann geht ihr in den Post. Habe ich hier markiert. Der ist ein bisschen südwestlich von Al-Dafra. Der Exit Point müsste weit genug sein. Also ihr müsst nicht zwingend in Arc fliegen. Ihr könnt quasi direkt zum Post fliegen. Jeder Flight hat bereits eine Höhe zugewiesen. Die sind in euren individuellen Kneeboards. Ich habe sie hier einfach nochmal für alle aufgegliedert. Warum ist das D so komisch? Oh shit. Ich wollte gerade sagen, sieht das nur bei mir gerade geschrieben aus? Das ist irgendwie so komisch für Devil, ne? So, ich weiß auch nicht. Genau, wir haben die Cowboys zutiefst bei 10.000. Dann kommen ein paar Hornets, dann nochmal F-16er und ganz oben wären F-14er, die haben wir heute nicht dabei und ich glaube Cowboy 2 ist auch nicht besetzt. Aber das ist egal. So,
Jetzt beziehen nach dem Post. Post Heading ist nach Süden. 180. Ne? Das heißt, wir kommen hier irgendwo auf die Kurslinie 180 und drehen dann hier links rum unseren Post. So, dass wir nachher, wenn wir hier sind, direkt nach unten zum IP fliegen können. Ihr habt gesehen, ich habe sogar die richtigen Symbole verwendet. Ne? Box für IP, Triangle für Target. Alter, wir werden immer besser. Schon für die F-15 kann das sein. Alter, ja, ja, schon krass. Krass. Genau. Also, Post-Heading 180 Richtung Süden. Nach links rum gedreht. Jeder auf seiner Höhe, euren Speed, wie ihr wollt. Und dann hat jeder Flight eine Time-Over-Target am IP. Und zwar nicht eben Time-Over-Target, also nicht an der Range, sondern über dem IP, wo ihr zu dieser Zeit, die hier vorgegeben ist, steht auch bei euch im Kneeboard, am IP sein müsst. Klar soweit, ne? Selbstständig bis dahin, selbstständig rausfliegen, Time-Over-Target am IP ist entscheidend. Danach geht es eigentlich weiter Richtung Süden in die Trainingsrange, wenn die Übung abgeschlossen ist, zum Tanker. Wenn ihr beim Tanker fertig seid, zurück im Post. Wenn alle im Toast sind, fliegen wir zurück RTB. Ich halte mir jetzt mal vor, dass wir vielleicht auch direkt RTB gehen. Müssen wir mal gucken, weil der Ape ist, glaube ich, noch nicht so fit mit dem Tanken. Müssen wir sehen. Vielleicht lassen wir das aus, aber das kann eigentlich jeder Flight selber entscheiden, ob ihr kurz tanken wollt. Ihr müsst auch nicht voll tanken, ne? Es geht eigentlich nur um die Übung, Tanker Intercept, kurz ran, zurück in den Post. Und dann werden wir sehen, wie lange wir da im Post sind. Wie gesagt, vielleicht schicke ich die ersten Flights schon früher nach Hause. Grundlegend ist klar soweit zum Flugplan. Wie gesagt, alles selbstständig, Taxi, bababa, nicht vergessen einzugeben. Wichtig für jeden Flight, Time over Target hier am IP. Ne? Genau. Was machen wir in der Trainingsrange? Ich habe hier so schöne Dingens genommen, das ist übrigens nicht 1 zu 1 von mir, ich habe das von Raven One geklaut. Das ist nämlich deine Übung. Wir kommen hier von Norden. Also irgendwo hier oben ist der IP bei diesem High Dive. Wir kommen auf 10.000 bei 350 Knoten, weil der IP ist auch auf 10.000. Kommen wir und dann haben wir irgendwo Smoke mit unseren Zielen. Wir fliegen einmal gerade drüber. Also ihr könnt auch ein bisschen Offset und euch die Ziele mal angucken. Es sind Container, die Gebäude simulieren. Okay? Wichtig, in der ganzen Target Range haben wir einen JTAG mit dem Callsign Playboy. Ihr müsst nicht direkt mit ihm kommunizieren oder anfragen. Wichtig ist, dass ihr aber vor dem IP auf die Funkfrequenz vom Playboy wechselt. Und Playboy ist auf dem zweiten Radio auf der VHF-Frequenz. Das heißt, ihr habt hier in der Range kein Flight Radio. Ihr funkt alles auf der JTAG-Frequenz. Ihr habt kein internes Radio da. Funk ist belegt, Radio 2, Kanal 15, 14400 müsste das sein. Vor dem IP auf diesem Radio. Der sagt euch neue Sachen an, was ihr Sachen machen müsst. Ne? Ihr kommt hier 10.300, fliegt quasi drüber, macht nachher einen Break nach rechts. Okay? Und zwar mit einem 7-Sekunden Intervall, damit ihr ein bisschen ein Spacing kriegt. Wann ihr breakt, ist euch überlassen. Die Koordinaten vom Wegpunkt ist übrigens in der Mitte vom Ziel. Also eins ist ein bisschen nördlich, eins ein bisschen südlich. Da könnt ihr theoretisch den als Distanzangabe nehmen. Ihr fliegt drüber, macht einen Break, 7 Sekunden Intervall. Fliegt ein bisschen in diese Richtung, weiter auf 10.350 Knoten. Wie viel ihr fliegt, das ist euch überlassen. Irgendwann dreht ihr hier eine Kurve aufs Ziel ein und fangt an mit einem Dive-Bombing. Die Idee ist ungefähr 45 Grad Dive mit einem Release bei 5000 bei 475 Knoten. Hier übrigens die Grafik, falls ihr das möchtet. Ne? Das ist so eine Standard-Bombengrafik. Also Anfang, Release mit dem Ding und tiefste Höhe, wo ihr geht. Maximum. Also ihr geht nicht tiefer als 3000. Ausklinken bei 5000
hochziehen, nicht tiefer als 3000 für dieses Bombing-Ding. Wie gesagt, wie hier dreht, ist euch überlassen. Das muss jeder selber gucken. Wenn ihr weiter rausfliegt, müsst ihr natürlich hier ein bisschen nach oben fliegen. Je nachdem könnt ihr auch einen schönen Bogen fliegen. Ich habe das Ganze extra so gewählt, dass wir von Norden kommen, 180, und dann habt ihr eigentlich die normalen Himmelsrichtungen, wo ihr euch ausrichten könnt. Also 90 Grad, 180 Grad, 270 Grad. Ihr könnt also so auch auf den Kompass gucken, wenn ihr dreht, ne? Dann wisst ihr, kommt hier dann 270, bla bla, hoch auf 00, etc. Und da macht ihr das Ganze. Ihr divet, Release 5000, hier wieder raus und dann macht ihr den Rechtsturn und descendet, also geht runter auf 3000, 350, dreht einen Bogen und macht euch quasi bereit für den Low Angle, für das zweite. Ne? Dieser Pfeil ist bereit schon für das zweite. Haben wir Fragen zum ersten hier? Dieses 7-Sekunden-Intervall bedeutet sozusagen den Kurveneinflug jeweils nach 7 Sekunden zu starten, oder versteht ihr es falsch? Genau. Ihr fliegt hier nach unten, der erste, das ist ja ein Zwei-Ship, der erste macht den Break und der zweite einfach 7 Sekunden später. Der fliegt quasi 7 Sekunden weiter und fängt dann an zu drehen, nach 7 Sekunden. So haben wir ein bisschen eine Distanz zwischen den Flugzeugen, naja, zum Reindrehen. Okay. Okay. Und ein Break ist eigentlich ein Flugmanöver. Ja. Zum JTAC. Ja. Also ich musste nicht aktiv. Ist es gar nichts, gar nichts. Ihr müsst gar nichts machen, oder? Der heißt Playboy, ihr müsst auf die Frequenz und nichts machen. Okay. Ihr müsst den nicht anfunken. Pickel und so gehen mal übers JTAC. Tactical. Den auch übers JTAC. Ja, alles JTAC. Okay. Genau. Also den Bombenabwurf und das Break muss man nicht kommunizieren. Bombenabwurf, sehr wohl. Break nicht. Sehr wohl, okay. Gut. Bombenabwurf, normaler sind heute dumme Bomben, das heißt Pickel, auf der JTAC-Frequenz, also Radio 2, ne? 1,4. Pickel und Splash. Genau. Und noch eine Frage, ja. Flärt man da irgendwo? Nee, machen wir nicht. Ihr könnt, wenn ihr wollt, könnt ihr pre-flaren, wie ihr lustig seid, wenn ihr das möchtet, aber ist nicht vorgesehen. Ihr könnt. Okay. Zu Übungszwecken, wenn ihr da pre-flaren wollt, könnt ihr das machen. So, Frage zum High Dive. Ganz einfach. Oben drüber, ja. Break, 7 Sekunden. Ja, Jack. Ja. Hast du eine Idee, bei welcher Entfernung man den Dive machen kann? ist tricky. Also ihr habt ja einen Wegpunkt. Wichtig, dass ihr den nicht als Target markiert, weil es ist ein CCIP-Bombing. Ich würde es ungefähr bei 2 Meilen machen. Also ihr müsst ziemlich nah hinfliegen, weil 45 okay. Grad ist krass steil, ne? Und ja, ihr werdet nichts sehen, weil, wegen der Nase. Weil ihr fliegt gerade drauf zu, mehr oder weniger, ne? Also ihr müsst hier müsst es ungefähr timen. Also auch nicht zu weit hier rausfliegen. Es ist ein bisschen tricky. Es muss nicht perfekt 45 sein. Einfach, wir machen jetzt das mal, ne? Also es ist echt, es ist nicht einfach. Ihr müsst recht nah hinfliegen. Fliegt aber, wenn möglich, nicht unter 3000. Sonst macht ihr halt ein bisschen flacheren Anflug. Nicht so schlimm. Und die Geschwindigkeit ist auch nicht so entscheidend. Aber versucht das mal einzuhalten. Ist nicht so einfach. Ja, mal so zur Orientierung. Ich habe ja gestern ein bisschen schon mal versucht mit der Hornet. Ja, ich habe bei 5 Meilen, etwas unter 5 Meilen gedived, da war ich bei 30 Grad. Ja, das ist, also muss schon, ist schon hart, ja. Das ist, vor allem man sieht halt nichts wegen der Nase. Ne? Ist echt schwierig. So, andere Fragen zum High Dive? Okay, ihr fliegt hier raus, 3000, macht den Turn, wir gehen zum Low Angle. Wir kommen von hier auf 3350 Knoten. Hier könnt ihr neu entscheiden, wollt ihr nochmal CCIP oder wollt ihr ein Autobombing machen? Wichtig fürs Autobombing, ihr müsst natürlich den Wegpunkt auf euer Ziel schieben. Das müsstet ihr im Anflug machen übers HUD oder irgendwie beim Turn über ein TGP. Oder, wenn ihr hier schon kommt, über ein TGP euer
Ziel markieren und einen Markpoint setzen. Aber dann nicht wieder vergessen, umzuschalten in der Hornet auf CCIP, weil sonst ist die Bombe im Automodus, ne? Hier könnt ihr selber entscheiden. Macht ihr nochmal CCIP oder macht ihr Autobombing? Ihr kommt 3350 Knoten, macht wieder einen Turn und dann ist es eben so ein Low Angle, also 15 Grad Release bei 1200 und ihr geht nicht tiefer als 500, weil sonst wird es kritisch, dass ihr euch den Arsch wegbombt. Und dann hier Richtung Osten raus und ab zum Tanker. Auf dem Weg zum Tanker könnt ihr einen Rejoin machen, also langsam steigen, bla bla bla, etc. Time over Target ist 4 Minuten zwischen den einzelnen Flights. Also es kann sein, dass der erste Flight hier schon langsam reinfliegt, während der letzte hier noch die letzten Bomben abwirft. Also ihr müsst, ihr dürft da nicht irgendwie Zeit verplempern oder so. Ihr müsst wirklich on time hier sein, reinfliegen, ab hier mit 350 eure Exercise machen und raus da. Sonst fliegen euch hier plötzlich Bomben auf den Kopf. Check, du Tipps. Oh, Entschuldigung. Okay, so. Hier nochmal das Profil, falls euch das interessiert. Wir kommen mit 3350 Knoten, 15 Degree Dive, 1200 Release, nicht tiefer als 500. Fragen zum Low Angle. Negativ. Ihr seht, es sieht nur kompliziert aus. Es ist nicht kompliziert. Wir machen einfach ein paar Kreise und werfen Bomben. Ganz einfach. So. Kommen wir zu den Nibords. Wir haben wie immer die Nibords drin. Ich würde übrigens das Krypto rauslassen für heute, weil ich glaube, der Ape kann das noch nicht. Lassen wir weg. Müssen wir nicht beachten. Wir haben wie immer unsere Comms, also Aldafra mit den ganzen Presets, die ganzen Flights und wie gesagt haben wir hier Playboy 144 auf Radio 2, also VHF auf Kanal 15. Ist ein Striker, den kann man sogar sehen, wenn man gut schaut. Der steht da mitten in der Wüste. Genau. Wir haben unsere Codes, ihr seht's, langsam geht's los hier. Wir haben diverse Codewörter. Wir sollten heute nicht viele davon brauchen, aber da wir uns trotzdem in der AO bewegen und andere Flugzeuge da sind, müssen wir die Codes trotzdem dabei haben, falls irgendetwas Spezielles passieren würde oder könnte oder sollte. Hier nochmal unser High Dive und Low Angle. Als für euch. Dann Aldafra, wie wir es kennen. Exit und Entry Point. Und unser Cheat Sheet. Kommen wir zu den Flights. F-14 haben wir keine. F-16 haben wir hier Cowboy Nix. Cowboy 5 Viper Lasse. Ihr habt eure Bewaffnung gesehen. Und hier nochmal euer Kneeboard. Wie gesagt, Time Over Target sowie eure Posthöhe hier mit 15.000 und die ganzen Wegpunkte. Ihr müsst Exit und Entry nicht zwingend eingeben. Ihr könnt sie auch übers Tag ansuchen, wie ihr wollt. Aber ihr könnt es auch eingeben. Zu den Hornets haben wir Goblin und Jack in Ram 1. Ihr seid die Ersten, die pushen müssen. Habt ihr im Kopf, ne? Ja. Okay. Dann haben wir ich und Roughnecks in Ram 4. Devil 3 ist leer. Und dann haben wir Devil 6 mit Tracker und Purzel. Und der Purzel ist noch nicht da, deshalb würde ich den jetzt einfach stinkfrech. Ja. Der kommt auch nicht mehr, so wie es aussieht. Okay. Wenn es mich drauf hängst, wäre es wahrscheinlich das Kleinste. Genau, das wollte ich genau sagen. Tracker, ist es okay für dich? Ihr habt da nämlich auf Devil 6 auch ziemlich Zeit, wenn ich das im Kopf habe. Falls da Unklarheiten sind. Muss ich kurz gucken hier. Devil 6, genau. Ihr seid quasi die Letzten, weil die Tomcats gibt's nicht. Die Dreier hier gibt's auch nicht. Genau. Ihr habt da genug Zeit, ihr habt keinen Stress. Du kannst ihm alles erklären. Ihr könnt schön langsam, wenn Fragen sind. Das passt ziemlich gut, ne? Würde ich sagen. Jo, jo. Das passt. Okay, kriegen wir alles hin. So, sind Fragen soweit?
Ist eigentlich eine ganz einfache Übung, sieht nur kompliziert aus. Ich habe es wieder aufgeblasen, wie ich bin. Dass es ein bisschen professionell aussieht. Und ich bin gespannt, ich freue mich. Es ist eine ganz einfache Übung. Ich habe ein paar Neuerungen eingebaut. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Wir werden uns nach ihrem Debriefing darüber unterhalten. Mal sehen. So. Irene! 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 Ja, mal sehen. Mal gucken, ob wir überhaupt zum Bombenschmeißen kommen. Ah. Genau. Bewaffnung, wie gesagt, haben wir zweimal MK82. Das heißt, die werden im Single abgeworfen. Eine pro Runde. Und fertig. Genau. Mit, kannst du nochmal hochscrollen, welches Mits wir haben? Ja, Mits 1. Ja, okay. 1, 2, 3 brauchen wir nicht und dann der letzte 4. Genau. So. Keine Fragen mehr. Null. Ja, das war fast so einfach. Ich muss wir mir, haben uns ja alle gut vorbereitet. Weil muss mir, ja, ich muss mir mehr überlegen. Ich kann ausgehen, dass es das auch nicht funktionieren wird, denn deswegen. Genau. Ich habe schon vorbereitet mit dem Whiteboard hier. Ich wollte schon aufzeichnen, gucken, was wir machen. Aber ich habe es ja anhand der Grafik erklärt. Ja. Muss ich es noch aufzeichnen oder ist okay? Ist okay, ne? Ist okay. Genau. Okay. Post-Heading habe ich auch gesagt. 180 Richtung Süden. Ich bin da übrigens kein Freund von, dass wir da keine Flight-Comps haben. Ja, das ist so, ich habe mir das überlegt, aber der JTAG kann kein UHF. Das heißt, ich müsste euch ein anderes Flycom auf dem UHF geben. Kann ich euch nächstes Mal gerne machen. Wenn er in einem Fahrzeug sitzt, dann kann er das schon. Nein. Der JTAG in DCS kann kein UHF. So. Dann mache ich das zu, denn Jack ist mit dem Server dran, richtig? Hast du den schon ready? Kannst ich du. Ich muss nur an Pause drücken. Okay, dann würde ich sagen, alle auf den Server. Wir slotten und dann würde ich einfach. Panik. Mache ich den hier erstmal weg. Und ich mache hier den. Der Kirby ist da oben. Stoppe ich den Stream, dann gehen wir alle auf den Server und dann fliegen wir hier eine gemütliche Runde. Ich mute mich schon mal bis gleich. Scheiße, lieber Telefon. Wieso bist du jetzt Jedi? Hä? Jedi. Du bist Jedi 1-4. Hä? Warum? Achso, habe ich noch nicht geändert. Ja, das war noch von den Spartans. Ach, die machen ja das so wegen dem Ding, ne? Wegen Lord ADC und so, ne? Ja. Hey, Film. Da müssen wir uns ja nochmal drüber unterhalten und so. Worüber? Über das Lord ADC, oder? Nee. Über das das so. Ding. Ja, das habe ich gesehen. Das, ich habe es nur noch nicht aufgeschrieben. Machen wir noch. Ja. Vorhin war ich drauf, hatte keine Probleme. Ich mache das Update und da sagt der Masun 92 Asset Pack. Ah, wahrscheinlich habe ich es nicht aktiviert. Okay, ich bin gleich wieder da. Kidoki. Idiot! Ich habe mich schon gewundert, denke so, das kann es nicht sein. Mal sehen. Ich hoffe jetzt echt, dass mein Stream durchhält, ey. Scheiße. So. Bin gespannt. Easy peasy Ausflug heute. Vom Combat Ready Check oder? Nein. Ach, schade. Wir üben heute quasi. Es gibt ja in 2 Wochen ist ja der Combat Ready Check da. Deshalb habe ich mir überlegt, dass wir heute das mit den Wegpunkten eintippen, weil wir nochmal gerade machen.
Dass wir das mal wieder geübt haben. Einer hätte gereicht. Ein Wegpunkt? Ja, so viel sind es ja nicht. So viel sind es nicht. Mir tut jetzt schon der Finger weh. Ja, also ich, also Exit gebe ich, glaube ich, schon mal nicht ein. Mal sehen, weiß ich nicht. Den kann ich auch einen Tag kann. Doch. 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 Das dauert noch ein bisschen. Also ich bin schon drauf. Ja. Okay, ne, ich finde ihn gerade noch nicht. Hast du diese Packs, die du geupdatet hast, bei Achso, du hast gar nicht geupdatet. Frisch geupdatet, aber guck sonst mal in OVGME, ob das angestellt ist alles. Ich schau mal, ja. Auftaucht. Ich hab die falschen E-Bots drin. Wie die falschen E-Bots drin? Ja. Oder die sind noch nicht geladen, weil wir hier... Also, es ist Pause. Ich kann mein Meme-Bot noch nicht aufmachen. Ich frage mich, wie du deins aufmachen kannst. Ja, mit über... externe Software. Open E-Bot. Ah, Moment. Jetzt Scorpion Day 2 drin, aber es kann sein, dass es wirklich an der Pause liegt. Moment, ich muss kurz gucken. Ich glaube, du hast recht. Ich glaube, ich habe die Nibots nicht geändert. Ah, Jack! Ja, Moment. Ich lade es gleich nochmal hoch. Ja, also normale Runde vom Server. Oh, ohne Scheiß. Ich habe die Nibots vergessen zu ändern. No problemo. Ja, doch, schon. Hab's da eigentlich vorbereitet, aber nicht in die Mission geladen. Bei mir ist doch irgendwie der Wurm drin. Warum? Technisch, keine Ahnung. Könntest du meinen Rechner neu starten, während du gestreamt hast? Okay. Also während des Briefings. Soll man die CS nicht richtig starten? Wie soll? Bin gleich wieder da. Jo. Yes. Zwischenzeit kann. Sieh mal die Nibots einbauen. Ich bin dran. Sieh mal Nibots. Mhm. Da sind viele Nibots gerade, merke ich. Sieh mal. Ich glaube, das ist okay. So, soll ich denn das die Mission nochmal umbenennen, Jack? War aber hell gerade. Ja. Jack ist, glaube ich, gerade am Rechner neu starten, aber ich denke mal schon, dass es besser ist, wenn du so umbenennst. Ja, habe ich gemacht. Ja, siehst du, jetzt weiß ich, was habe ich den Scheiß vergessen, ohne Scheiß. So. Gut, dass es mir aufgefallen ist, dank der externen Software. Ja. Lädt er den automatisch pausiert? Weiß ich gar nicht. Nein. Das ist denn wichtig? Weiß ich nicht. Verdächtig. Die Tour ist hier mit Zoom gebaut. Ja, möglich. Er will es nicht sagen. Es waren, glaube ich, 80 Trigger in der Mission oder so. Oh, die sind ja aber nicht zeitabhängig, oder? So nein, sind sie nicht. Da sieht's er. Oh Mann, ey. Mal kurz gucken. Das ist drin, das ist auch. Das sind die drei. Okay. Dann haben wir die hier drin. Ja, ja. Okay. Muss alles stimmen. Jetzt steht die neue Version. Soll ich schon wieder joinen? Genau, wir können wieder connecten, ja. Alter, der Freelancer Discord ist nicht ganz oben bei dir, Sima. Mhm. Nein. Ganz schön böse. Desert Force ist so, oder? Geht gar nicht. Ich entschuldige mich bei euch für meine Unfähigkeit hier.
Es ist ehrlich gesagt erst aufgefallen, weil die ganzen Airfield-Charts nicht im Nachtmodus waren. Mhm. Also das Cheat-Sheet ist jetzt auch nicht im Nachtmodus. Das ist nur das Alte drin. Ja, aber das ist okay. Passt. Frage, was ist der Jack für Probleme? Grüße Shadows. Shadows. Jack ist wieder da. Okay, okay. Ja, ist wieder da. Ja, ja. Wenn es jetzt wieder nicht klappt, dann keine Ahnung. Ja, hey, was hast du den Server gefunden? Vorher jetzt dann schon. Jetzt warte ich wieder. Das dauert anscheinend, bis der bei mir angezeigt wird. Jetzt ist er da. Okay. Ah, okay. Okay, okay, okay. Ach, direkt ein bisschen nervös. Ja, ich auch. 80 Trigger, Alter, unglaublich. Für ein Training. Also, diese Verzweiflung, wenn du versuchst, in VR an die Griffe zu greifen, um die Kabine zuzuziehen, aber du da nichts greifen kannst. Oh, Stefan. Liegen viele von euch VR? Teils, teils, glaube ich. Mindestens zwei. Ich glaube, mehr als die Hälfte schon, ne? Drei, ja, Jan ab und zu mal. Viking. Ganz den guten Piloten sind noch am Bildschirm. Ja, yeah, ich bin gut. Ja, aber du könntest noch besser sein, wenn du VR fliegst. Das ist wie so ja. Navy Air Force. So, Lasse, ja. Jetzt mal ernsthaft, wie soll ich denn noch besser sein? Ja, weißt du, wenn du dann so auf den Kopf, weißt du, wenn du im Dings drehst. Schon's feiert, so, ey. Ich mit dem Kopf vertieft bin, auf einmal guckst du nach oben, da fliegt so eine F-16 über dir und da zeigt dir einfach jemand den Mittelfinger. Das wäre so, das wäre super Profi-Ass, so, weißt du? Wäre schon geil, wenn das schon, gehen würde. Ja, ich dachte am Montag geil. Schon, was das passiert, weil sie war mittendrin, gucke ich nach rechts, fliegt der verkehrt rum. sie war wieder seine komischen Experimente macht mitten in der Luft, ey. Okay, also ja, Punkt. Haben bloß getankt, aber so langweilig war es jetzt auch nicht. Nein, war doch gut. Ich war ja, alles gut. So. Mal, das waren schon fast R-Punkt-Tactics, ne? Ja. Wie sieht's denn aus, Jack? Jo. Yes. Dann drücke ich den magischen Button, ne? Jo, ich warte mich. Bis später. Ape. Bis später. Ape? Ape jo, ist da, ne? Okay. Ich bin da, der baut noch das Bild auf, aber ich bin da. Yes, Sir. Ran, viel Spaß, bis später. Jo. Jo, Tito. Jo. So, jetzt bin ich auch ein bisschen aufgeregt hier. Holy shitaroni. Die FPS sind übrigens immer noch scheiße. Let's see, wir brauchen die Ground Chart, die Abflug Chart. Dann brauchen wir sicher den hier. Moment, den nicht. Dann brauchen wir den hier, den hier, den hier. Ram, 4-1. Roll left. Und flight den controls. Flight controls.
Anflug. So, den brauchen wir nicht. Den brauchen wir auch nicht. Dann haben wir hier Taxi. Wegfliegen in der Luft. In der Luft. Landing. Okidoki. Bleed Air. Let's go. Left Engine Start. Let's go. Oh, Bingo 5000. So. Wir sind in Ram 4, wir sind auf 2.7. Und wir sind auf mit 2 neue IFF an, Tarkan an. So, mit 3, nee, stimmt gar nicht, mit 2. Stopp. Bittest. Das Zeug läuft. So, runter und Test. In Test. Boah, wow, was ist mit den FPS, ey? Alter, HSI. Nein. Ja, ja. Okay. AMD. Ram 4-1 radio check. Cowboy 5-1 Lima Charlie. 6-1 Lima. Taxiing to holding short runway 13 Lima via Alpha Foxtrot Arco 71. Delta 62, go on preset 290 for intercom. So. Al Doppler traffic, Texaco 5-1, taxing to holding short runway 13 Lima via Alpha Foxtrot Texaco 5-1. Ram 4-2 radio check. 5x5. Oh, FPS ist wieder. Uff. Hey. Ja, ist brutal Al wieder, ja. Al Doppler traffic, Wizard 8-1. Taxiing to holding short runway 13 Lima via Alpha Foxtrot Wizard 8-1. Okay. Wir geben ein Wegpunkt 1 UFC. UFC Position Nord. Let's see. East 240403 Enter. East 544916 Enter. Elevation Feed Exit auf 8000. In den Koordinaten lade ich da ein 0 weg oder tue ich 1 dazu? Ist ja eigentlich gleich präzise drin, oder? Ja, ich würde 1 fortlassen, normal. Ich.
Oh. East 540965. Enter. Elevation 10,000. Position North Range 230860. Enter. East 540990. Enter. Elevation 448. Enter. Dann haben wir 5 haben wir nicht. Dann haben wir wieder den Post. Den gebe ich einfach nochmal ein. 235400. Ah, ich war so nett mit den Koordinaten. Ich habe die immer so schön gerundet. So, Sequence UFC. Nee, stopp. Wir müssen noch den Entry eingeben. Position Nord 242216. Enter. East 541237. Nehmen wir. Enter. Und Elevation. Die Höhe war 4000. Wieder ein Entry. So, UFC. Insert 1, Insert 2, Insert 3, Insert 4, Insert 5 und Insert 6. Okidoki, das Target war noch hier. Mal kurz gucken. 1, 2, 3. Komm mal auf die 2, 9. 3 ist Target. 2, 9. Ja, Radio 2, Kanal 9. Also das rechte Radio, solange drehen, bis du auf Kanal 9 bist. Okay. Ich bin jetzt auf 2, 9. Allerdings habe ich das Problem, dass er meine Funktaste nicht erkennt. Ich weiß nicht warum. Bin gerade im SRS und da ist eigentlich die Einstellung korrekt. Tracker, du musst glaube ich kurz Discord unmuten. Abe? Jo? Bist du auf Connor? So, One müsste eigentlich ready sein für Taxi. Ja, ich bin auch bald so weit. Ja, lass dir Zeit, mir nicht zu Stress. FPS ist echt gerade. Aber nur im Pit, ne? So, ich mach schon mal Flieh. Wir haben Air-to-Air dabei. Deshalb mache ich hier natürlich auch noch kurz Air-to-Air-Ding. Wenn wir schon ja. Set. Dann die Heater auf Medium, Runde Set und den die Aim 7 und den Search Mode. Okay, easy. Ages I. Hakan steht, Sequence. Na, 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 na.
2 is ready for taxi. Copy. Request refueling. Request rearming. Gehen für Nipp für Gas. Copy. Was sind denn da für neue geile Häusli da bei der Bombe? Das sind andere Auslöser, andere Fuse. Müssen wir jetzt nicht einstellen, oder? Nein, nein. Gut, danke, den Skin habe ich durch das. Rearming complete. Ah, wir müssen nicht so stressen, wir kommen ja nach den Hornets dran. Nach dem Jack und dem Goblin. Gut. Gut. 10.49 Uhr ist unsere Push-Time. Al Doffer Traffic, Texaco 51, Airborne. For traffic, Wizard 81, airborne. Ah, den gut. Cool, wenn auf dem Flugplatz etwas läuft. Ja, wegen jo. Alter Fahrt Tower, Cowboy 5, Package of 2F16, Taxi Interactive Runway, with information Delta via Uniform, Yankee holding short at Whiskey 013 Romeo, Cowboy 51. Oh, ich hab mir hier noch Dingo schreiben können. Mensch, wir wären ja auch schon. Ich würde noch warten, sonst stehen wir dann nur im Weg rum, oder? Ja gut, wir können ja gleich abheben. Wir gehen ja auch ein, zwei Post. Ist ja egal, wer zuerst startet. Ach so, meinst du, gleich starten, nicht noch quasi noch warten im Holding Short? Nein, wenn, dann gehen wir. Ja, dann gehen wir ja, ist doch gut. All Dafra Traffic, RM 4 Fly 2 Ship FA-18 Charlie, texting to holding short 13 Romeo via Uniform Yankee Whiskey, sir. Hold short 13 Romeo. So, ich geh du Röllele. All Dafra Traffic, Arco 71, leaving control airspace. Ich roll ab. Switch into tactical. Last call. Arco 71. Oh, FPS ist echt nicht lustig. Ja, ich bin auf 18, 17. Und ja, jetzt ist gut. Wenn wir aus dem Eck raus sind, ist gut. Nur wegen diesen Hangars? Ja, ich weiß nicht. Jetzt hat das schon geändert. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Irgendwie ist es in dem Ecke hier.
Al Doffer traffic, Texaco 5-1, leaving controlled airspace, switching to tactical, last call, Texaco 5-1. Du, der Rotturm, der Tanne fahren. Nein, ich glaube, der Viper hat das. Wipsi was. Also 31 FPS. Out for traffic, Wizard 8-1, leaving controlled airspace, switching to tactical, last call, Wizard 8-1. So. At 7 knots. Temperature 14 decimal 9 Celsius. Altimeter 29992. Remarks. 1013 hectopascal. QFE 29986. Or 1011. And information delta. Also bei 4 Frames habe ich mich jetzt da. This is Aldafra AFB Information Delta. Krass, oder? Runway in use is 13. Wind 134 at 7 knots. Ja. Temperature 14 decimal 9 Celsius. Aldafra Taffy, RAM 11, RAM 1 flight of 2 ship FL18. Texting holding short runway 13 Romeo via uniform 11 Yankee Whiskey 0 holding short runway 13 Romeo. Gott, ist das Ding lang? Water trinken, Water. Hier hätte ich bessere Frames, guck mal. 50 in den Hangars hier. Hinten habe ich 30, 20 FPS weniger. Ah, hier ist viel besser mit FPS. Viel besser. Ah, ja, jetzt, hä? Zähl mich. Ich weiß nicht, was da hinten in Aldafra steht, ey. Aber das geht auf die FPS wie die Hölle. 30 FPS weniger fast. I don't know. Irgendwas geht da gar nicht. Okay, takeoff briefing, active runway 13 Romeo. Out über exit east, altimeter 2986. Formation takeoff. Two copy. Umso weiter ich wegkomme von dem Ding, umso besser werden die FPS. Ohne Scheiß. Oh, nochmal 10 FPS mehr. Hey, wie ist das? Das ist echt krass innerhalb von dem Flughafen. Yep.
umso weiter fort, dass wir kommen von den von dem Ecken dort, umso besser wird es. Ist ja krass. Frag mich wieso. Ja, extrem viel wird nicht mehr stehen als da, oder? So eine Dekoration oder? Nein, ich glaube, das ist mehr irgendein Bug. Lightning Shader, irgendetwas, wo auch irgendwie drauf drückt oder so. Ja. Alpha Tower, Cowboy 5, Package of 216, lining up on runway 13 Romeo for eastbound departure. Cowboy 51. On Rafa Traffic Ram 4 Flight, hold short a runway 13 room. Ja. Thank you! Two holding hands. Sibre! Danke you! Back again. Nice, nice. Wird Zeit, dass wir wieder mal was tun, doch. Was tun? Also FPS in die Richtung ist echt schlecht. Holy shit. Richtig schlecht. Korrekt. Steht die so? Ah, die standen so perfekt hintereinander. Ich dachte, es wäre nur noch eine Absicht. Okay, Takeoff check. No, flaps half. Okay. One is ready. Two is ready. Alter, for traffic, Ram 1 flight, holding short, runway 13 Romeo. Alter, for tower, Cowboy 5 flight, airborne. Alter, for traffic, Ram 4 flight, going active, 13 Romeo. One is wrong. Oh, FPS Hölle, ey. Holy shit. Two is rolling. FPS Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Oh ja. Ich nehme links.
holen kannst. Handbrakes up to 80. To set. Brakes, brakes, brakes. Release und langsam Schub. Langsam Schub. Langsam Schub. Langsam Schub. 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 Und burn. Alter for Jeffrey, BIM 1 flight, landing up runway 13 Romeo. Rotate. Und off burn. Halt after traffic, RIM 4 flight arrow. Bist dran, ja? Ja, copy. Eiffel. Okay. Nicely over. 7 Grad. Halt Alpha Tower, Cowboy 5, leaving control airspace, switching off to tactical, last call, Cowboy 5, 1 flight push. Ja, und schon bin ich bei 47. Ja, ich bin bei 90. Höhle wissen, da ist schon ein bisschen deprimierend. Okay, wir haben noch ein bisschen Reserve, geben noch ein bisschen Speed. Ein bisschen langsam. Du. Drei ist nicht Target. Habe ich falsch gemacht. Exit, Post, IP, Target. Post, Entry. Alpha Traffic, Level 6 Flight, Tujib F-18, Charlie's, Radio Taxi, Taxiing via Uniform, Yankee, and Whiskey Zero to Runway 13 right pickoff. With information data. All Delta traffic, RAM 1 flight airborne. Okay, ultimate stellen wir näher um, wenn wir Zeit haben. Hm? Ja, ist gut. Hey. Also langsam machen, es ist ein bisschen über die 8000, es macht gar nichts. 3 Miles. ATC on 350 und wir passen gleich. All Duffer Traffic, RAM 4 flight passing exit east, switching to tactical last call, flight push, RAM 4. Ace 5, huh? Check. Stimmt gar nicht Ace 5, oh man. Ace 10. Yeah. To check. On a right turn. On the motors. Wizard RAM 4 checking in. To. Wizard RAM 4 Bulls 152
for AD Angels 8 climbing to post and dump bomb training on target range. Mir ist gleich, wir können näher über das Mitz ein quatschen. Ja, spielt mir keine Rolle. Wie war ich wegen klarer Rede oder wieso meinst du? Nein, wegen dem JTAG, ne? Ah ja, gut, ja. Radio check. 5x5. Okay, jetzt muss ich mal schauen, was ist unsere Höhe gewesen? Wizard, Ram 1 Fly, 2 Ship, FA-18. 12.000, ja? Einmal, bisher. So war ich nie, was yes. Correction, 152 degrees from Bulls, Angels 8, pushing to next waypoint. 2, checking in. Okay, wir drehen Richtung ungefähr 280. Und wir steigen noch ein bisschen. Nehmen das Näschen ein bisschen auf. Das gleiche Problem wie letztes Mal. Ich habe die drei Wegpunkte eingegeben und jetzt habe ich noch wieder 0. Über das UFC mit den Koordinaten. Hast du Sequence an oder was hast du gemacht? Oder hast du nicht weitergeschaltet bei den Wegpunkten beim Eingehen? Sequence habe ich drauf. Und wenn du Sequence rausnimmst, hast du die Wegpunkte? Ja, den habe ich. Ja, der ist logisch, der ist kein Flugplan erstellt. Der ist logisch, der ist kein. Dann muss ich die im Flugplan einfügen, dann habe ich es nachher. Genau. Dann geht's. Sonst nicht. Nicht vergessen umstellen, 2992 Altimeter. Gut, jetzt ist im Flugplan rein, jetzt gesehen ist es, merci. Yes, musst du alle Wegpunkte hinzufügen, gell? 1, 2, 3, 4, alle nacheinander. Das 4 habe ich nicht gemacht, denn wir für das 2 haben. Okay, wie du willst. Level out, 12. Okay, wir haben noch 10 Minuten Zeit. Dann müssen wir noch IP sein, hm? 10, 4, 9 ist es.
Gut, ja, 10 für 9. Nein, wir wollen nicht lang posten, hä? Nope. Ich würde sagen, wir machen schon mal Fans in, dass wir nicht Stress haben und wir es nicht vergessen, hä? Okay. Okay, one is fenced in, fuel stay 12.9. Two is fenced in, fuel stay 12.9. Eifer. So. Ich bin schon gleich dort, ich würde schon mal ein bisschen drehen hier. Und ich nehme ein bisschen Speed raus, dann können wir Sprit sparen. Ich würde etwa auf 300 Tage gehen. Oder was meinst du? Das ist gut zum Posten, ja, 300. Finde ich gut. Okidoki. Darfst also auch gerne noch links fliegen, he? Wenn es gäbige geht, wenn wir nach links drehen, dann musst du nicht so viel Sprit brauchen. Gut, ich wechsle noch durch. So, Achtung, Left Turn auf den Post. Ist gut, oder ist schnell? 2-3 noch. Eifer. Okay. So ein bisschen enge drehen. Leicht Overshoot über die Linie, aber das bekommen wir her. Und jetzt rollen wir den Hut aus, Richtung 1.80 und ein bisschen weniger noch, dass wir das korrigieren können. Okay, 6 Minuten bis Push Time. Müssen wir überlegen, das geht auch noch mal einen kleinen Bogen jetzt. Rolling out. Und die bis drüber hier. Achtung und Left Turn. Machen wir mal nicht so zänk. Noch ein bisschen korrigieren.
Oh, lag. Wizard Ram 1. Yep. Joining post at Angels 11. Wizard Ram 4 joining post at Angels 12. Die sind schon ein bisschen spät, die sollte 2 Minuten am IP sein. Da ist ein bisschen Stau gefahren, wenn so. Wenn jemand sportisch. Solltet ihr nicht in 2 Minuten am IP sein? Ja, wenn du die Zeit so knapp machst. Dann musst du schneller fliegen. Wir sind schon fast voll Burner, voll Müll geflogen, also alles gut. Ja, aber dann raus aus dem Post jetzt. Vom letzten Funkspruch kam nichts durch, weil er doppelt gefunkt wurde. Dann raus aus dem Post, wir haben einen TOT. Und schon wieder. Ja, das wird eng. Okay, null Problemo. Wir haben eine bisschen Reserve. Sieht so aus, als ob es los sind, oder? Wizard Ram 1 flight, liebe. Devil Tree gibt es nicht. Deshalb haben wir eine bisschen Cowboy 2 gibt es nicht. Deshalb haben wir ein bisschen Reserve. So, der Flight nach uns, Cowboy 2 gibt es nicht. Deshalb haben wir ein bisschen Reserve. Deshalb werden wir ein bisschen später rausfliegen. Ja, ist gut, alles klar. Okidoki. So, die Enge des Kreises in einem Post kann jeder selber entscheiden. Ja, ideales 30 Grad. Wizard 8, wir switchen schon mal auf den JTAG. 2:15. Okay. So, 49 wäre unser Ziel. Two set. Okay. Okay. Playboy, Ram 4, checking. Playboy, Ram 1 checking in. 41, Wizard 81, Bra 019, Fork 160 at 19,000 cold. Kämmer oben auf, hä? Ram 11, target, building, marked with green smoke. 41, Wizard 81, Bra 018, Fork 160 at 18,000 cold. On rolling out. 180. 41, Wizard 81, pop up group 029 for 220 at 2000 cold. Wizard Ram 4 flight pushing IP. Mir blieb jetzt noch ein bisschen langsam hier. Ja.
Wir gehen dann erst mit dem Speed rauf. Wir nehmen die Nase schon ein bisschen an, können wir auf 10.000 Kann ich noch ein bisschen mehr Abstand lassen, die in der Attack-Formation oder so bleiben? Nein, du kannst schon ein bisschen Abstand lassen. Wie es sehr gäbig ist. Achtung, Nase kommt auf. Langsam. Ja. Eifel! Too late, that is climbing to light level 1+0. So, wir müssen noch ein bisschen. Theoretisch müssten wir in 10 Sekunden dort sein. Aber ich wollte noch ein bisschen Zeit zwischendrin machen. Sonst haben sie zu wenig Zeit davor, wo ich also noch sehe. Ja, das ist vielleicht besser, sonst müssen wir noch abbremsen. Yes. Kann das sein, dass ich vorher einen Blitz gesehen habe, vorne vom Einschlag, oder ist schon zu weit weg, dass er nicht simuliert? Das war kein Einschlag, es ist Rauch dort. 41, Wizard 81, Pop-up Group 027, 4230, at 4000, Gold. Nicht vergessen, Radar-Altimeter anzumachen, dass wir nicht zu tief kommen nachher. Hm? Hast du noch 500 eingestellt? Ist egal, was ich einstellst, aber dass es im HUD aufs Radar nimmt und nicht barometrisch. Ah, der, ja, okay. Okay, jetzt geben wir noch ein bisschen Schub. Wir müssen. Ja, wir haben jetzt auch noch 10 Meilen, hm? Jo, viel Spaß, Schluffi. Ram on one inbound, hot. Okay, jetzt kommt der Schub. Gehen wir auf die 3-5 noch. Ram on one, Pickle. Good effect on target. Ram 1-2, inbound top. Ah ja, jetzt sehe ich den, den grünen und den roten Rauch. Yes. Playboy, Ram 4, passing IP. So, Achtung. Wegpunkt 4. Ram 4, 1, target, building. Cowboy 5, 4, level 6. Ram 4, 2, target, send it. Building. Rot ist dies, hä? 15.000. Two copy. Okay, wir haben einen SA-Pager plus bei der Sonnenzeit. Alles gut. Ja, wir sind gerade aktuell auf 14.910. Okay, wir sind auf 14.10. Okay, denk dran, 7 Sekunden Break-Interval und dann. Let's go. Yep. Good effect on target.
Okay, CCIP, quantity 1, multi 1, air to ground, master arm on. Here we go. To check. Gram 1, 2, turning in hot for second gram. Also wir dürfen nicht zu viel Platz brauchen, gell? Wir müssen das ein bisschen schnell machen. Das Ganze schön eng fliegen einfach. Ja, ja. Wizard, 6 Meilen. Pushing, surprise. Wizard, Grim 1 flight on our way to IP, to post. Payback, leaving frequency, have a nice day, last call, flight push. Okay, 2,5, 2 Meilen bis drüber. Okay, 10 Meilen, ich würde einfach breaken, hä? Check. One is break. 4-1, Wizard 8-1, Bra 048 for 250 at 22,000. Cold. 2 break. 4-1, Wizard 8-1, Bra 048 for 260 at 22,000. Cold. 4-1, Wizard 8-1, Bra 350 at 22,000. 2,7,0 und ich drive ihn. 4-1, ich bin am Turn Richtung Nord. Ich kann rein turn. Flüge ein bisschen nach Nord. No, no, no. Ram 4-1 turning in hot, target building green smoke. Colt 1 on station at Bulls 271 for 130 at 22,000. Ram 4-2 turning in hot, building red smoke. Colt 1 pushing from waypoint 0 at 22,000. Wizard, Ram 1 flight pushing to Texas for refueling. Oh, das wird nix mit dem Ding. 5000 Release war's, ne? Zu tief. Ram 4-1 pick. Good effect on target. Good effect on target. Okay, descending of 3000 und ich mache den right turn. Ram for to pickle. Good effect on target. 500 plus tief bitzli. Okay, ich fliege richtig A8 nu. Target building marked with green smoke. Cowboy 5-2 target
Building. Marked with red smoke. Wizard, Ram 1 flight, leaving frequency for refueling. Okay, und die Turn Richtung 270. On turning north. Zero, zero, zero. So, ich probiere den zweiten Automodus mal schauen. Und last turning. Ram 41 turning in hot. Target building green smoke. Turn off 000. Du musst die Frequenz umstellen. Die Frequenz 15 passt nicht auf den VHF. Ram 41 Pickle. Yeah, short. Ram 42 turning in hot for target red smoke. Good effect on target. Ja, müssen wir abbrechen. Müssen wir abbrechen. Warum? Was los? Weil wir keine Target-Informations gekriegt haben, weil wir uns die Frequenz nicht bestimmt haben. Okay, also ich hab's gehört. Eins grün, zwei rot. War die auf der falschen Frequenz, oder was? Say again. Good effect on target. 41 Wizard 81 Bra 351 for 250 at 18,000 hot. Run for 2 splash target. 41 Wizard 81 Bra 350 for 250 at 17,000 hot. That was 6? Boy. Playboy Cowboy 5 leaving area. Direction east to tank and re-engage. Viper, der gibt dir aber nachher kein neues Ziel, wenn du nochmal anfliegst, ne? Ja, dann gehen wir wieder landen. Nee, du kannst schon re-engagen, er gibt dir aber keinen Sound. Also eins ist grün, zwei ist rot. Heißt was? 1-1 greift rot an und 1-2 grün oder was? 1-1 grün, 1-2 rot. Ja, okay. Dann fliegen wir zurück Richtung Haus. So, bist du dran an mir? Siehst du mich? Ich hab dich irgendwie überholt, sehe ich gerade. Okay, sehe ich. Du bist hoch, okay. Cowboy, Ram 41, leaving, last call.
Wir gehen wieder auf unsere Frequenzen. Ja. Wieder check. Radio check. Soll ich einfach verlangsamen? Ich bin jetzt auf 72. Nein, nee, alles gut. Alles gut. Ich sehe dich schon. Alles gut. Fans out, ne? Master Guard Zeug. Brauchen wir nicht mehr. Und gib Schub. Gib ein bisschen Schub. Gib ein bisschen Schub. 300. Twist out, you said 9.5. One is fenced out, 9.7. Right side, 3 o'clock. Ich komm zu dir. Okay, right turn. Tank ist direkt über uns. Ja, Wipsi war nicht so glücklich. Weiß nicht, was er gemacht hat. Oder was war. Ja, voll. Ich fand's gut, auch mit der Übung. Ich habe das mal noch im Singleplayer mal geübt. Und ist eigentlich eingängig. Und hat gut geklappt. Ja. Tief war ich beim ersten, aber. Mich einfach gefragt habe, wann machst du sowas? Das müssten ja eigentlich unbewaffnete und auch keine Sand-Dinger sein, weil sonst bist du ja immer brutal unter Druck, oder? Mhm. Wo ist der zweite scheiß Tank? Ah, der ist da. Jetzt fließe zurück, oder? Ja, jetzt haben wir trotzdem halt das mal geübt. Ich meine, normalerweise machst du halt das mit einem Pop-Up oder so. Normally. Einfach mal was anderes, oder? Ja, gibt ja verschiedene Wege und Möglichkeiten. Ja. Pop-Up im Kreuzfeuer hatten wir ja schon mal. Das war ja. Geben noch ein bisschen Schub hier. Okay, und left turn. A wizard RAM4 leaving frequency to tanker a last call RAM4. Das ist gesehen 113, hä? Huh? Ja, check. Okay. So, Nase kommt ein bisschen achten. Bisschen. Sind brutal langsam. Mhm. Ja, Speedrun. Ramp 1-2, finish refueling, going to. To redraw in position. Texaco, a RAM 4 checking.
So, da ist der Tankler. Mit drei noch ein bisschen enger. Nach links, dann müssen wir noch nicht so weit fliegen. Wie schnell fliegst du jetzt etwa? 3-3. Texaco, abort rejoin, going to observer position. So, radar off. Ram 1-1. Strobe lights off. To check. Und ich nehme ein bisschen Schub zurück. Turn. Ist das der Tanker da? So, Speed kann langsam machen, wir sind noch ein bisschen zu hoch. Texaco, leaving frequency, thanks Barry for pushing frequency to wizard, light push. Und rolling out, wir nähern uns etwa so mit 3-4-0. Two. So, Nase kommt ein bisschen rauf, wir sind auf die gleiche Höhe, Speed kommt ein bisschen So, in position, wie ist es bei dir aus? Auch in position. Okay, nehmen wir rechts, du nimmst links. Texaco, Ram 4-1 and 4-2 going in slot. One is taking right side. Texaco 5.
5-1, proceed to pre-contact at 22,000, at 290. Wie viel Lömmerine? Ja, ich hätte jetzt gesagt, tut die dran, vielleicht so bis 10.000. Okay. Oh, ewig lang müssen wir das dann auch nicht machen, wenn die Leute langsam RTB schicken. Ja, voll. Da hat er einen hohen Seitenwind, oder? Weit mich da voll auf. Über rechts Seiten über. Ready, pre-contact. Clear contact? Ja, eigentlich nicht. Aber ja, ein bisschen Wakes und so wahrscheinlich vom Tank. Wir haben schon etwa 11.000. 10.700. Oh, okay. Okay, noch Sachen. Wir sinken schon mal ein bisschen. Dann Beacon Lights an, also Strobe Lights an und Radar an. So, ich melde mich schnell ab und dann gehen wir wieder in die Post. He? Wir müssen also noch ein bisschen mehr machen. Wir nehmen Schub quasi auf Idle fast. Und wir fliegen etwa 255. Texaco Ram 4, leaving frequency, switching to tactical, last call, flight push, Ram 4. Ace 10, huh? Wizard Ram 4 checking in. Ich sehe dich nicht. Wo bist du hin?
Ah, okay. Idle HBox, jetzt bin ich dem korrigieren. Okay. Wizard Ramfly checking in. Two. Wizard a Ram of Four Fly, two ship FA-18 Charlie at Bulls 1-6 Niner 475 Angels 14 descending for entering post at 12,000. Schub und langsam rein. Wir machen noch leichte Rechtsturn. Ich bin schnell auf Comms vom Ding, vom Tracky. Huh? Wizard, Ram 1 flight, enter your post at Angels 11. Wizard, Level 6 flight, switching frequency to Texaco for the track Unibot. But... Devil 6 for Ram 4. Go for that. Von mir aus könnt ihr eigentlich direkt RTB gehen, wenn ihr nicht tanken wollt, ne? Ja, Standby, ich mach mal. Weil es sind nur noch die F-16er, ne? Der Rest ist alles durch. Die F-16er weiß ich nicht, ob die tanken gehen. Die frage ich noch hier gleich. Aber theoretisch können wir ATB gehen. Ja, Standby. So, Left Turn. Ram 4 flight adjoining post at Angels 12. Ram 4 Devil, ja, wir lassen das Tank sein. Sollen wir zum Post kommen oder können wir gleich RTB gehen? Ne, ihr könnt direkt RTB. Ich schicke die anderen nachher auch gleich nach Hause. Dann sind die F-16er die letzten. Alles gut. So, ich switche Frequenz. Wizard 8, Devil 6. Back on frequency. Achtung. Na, sie kommt hoch. Gott, fliege ich hier in Murks zusammen, oder? Ja, wenn du auf mir einen kommst, bist, gell, dann bist du wieder abgelenkt. Ja, alles gut, kriegen wir hin. Wir sind noch etwas tief. Naja, ich bin dran. Bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Ram 1 for Ram 4. Ram 4, go ahead. Okay, die Devil 6 habe ich RTB geschickt. Wir sind im Post, ihr auch. Von mir aus könnt ihr auch RTB gehen. Ich hätte also Sprit haben wir noch genug. Ich hätte gesagt, wir warten, bis Cowboy wieder hier ist. Aber wir können auch RTB gehen, ist mir egal. Okay, Standby. Ich guck mit Cowboy. Cowboy 5, ich bin mal bei denen auf der Frequenz. Two, fenced out, fuel state 5.2. Ah,
Cowboy 514, Ram 41. Pulsar, Cowboy 5, rejoining frequency. 2. Pulsar, Cowboy 5, on route to tanker. Currently at Bulls 177 for 120, climbing up to 823. Cowboy 51. Standby, Cowboy 5-1. Ihr seid die Letzten. Wollt ihr tanken gehen oder wollt ihr RTB? Hört er mich nicht, oder was? Cowboy 5-1 for Ram 4-1. Ram 4, Cowboy 5, wir gehen direkt nach Hause. Copy, Devil 6 ist auch bereits Richtung RTB, dann schicke ich jetzt Ram 1 und wir auch hinterher und dann sind wir alle zurück. So, Ram 1, ihr habt's gehört, Signal ist RTB. Ram 1, copy that. Wizard, Ram 1, leaving post, going RTB. And leaving control, leaving frequency for full stop landing at Aldafra. 4-1, Wizard, 8-1, Bravo. Okay, wir rollen hier aus. Switching frequency for Aldafra. Your next time brings better risk for check and escape, right? Also Tarkan 96 Runway Heading für dich ist die 126. Kannst du schon mal eindrehen? Ich mache den Funk und dann landen wir da. Lass schon mal ein bisschen Fuel dampen. Ich würde sagen bis auf 7000. On right turn. 4-1, Wizard 8-1, pop-up group 031 for 220 at 3000 knots. Wizard Ram 4 leaving frequency to Aldafra. Last call, Wizard flight push, Ram 4. 339 for 220 at 19,000 one. Aldafra traffic, Devil 6 flight checking in to ship F-18 Charlie inbound for full stop landing with overhead brake. Information is Delta and we're currently 30 miles to the south. Wir rollen gleich aus auf 360. Ne, ein bisschen früher. 345. Ich rolle aus. Aldafra traffic, Ram 4 checking in. Aldafra traffic, Ram 4 flight checking in. Sorry, war zu spät. Aldafra traffic, Ram 4, 2 ship F-18 Charlie inbound, currently 28 miles out from the west at Angels 11 descending for full stop landing on 13 Romeo and entry west with overhead brake. Oh mein Gott, so Nase runter descending idle. Bingo. Okay, ich bin fertig mit dumpen. Ich bin auch fertig mit Dampen. Okay, State sieht nicht schlecht aus. Wir werden ein bisschen flaren müssen, aber müsste gehen. Bisschen Schub.
Cover 5 for double 6, caution, we're 7 miles in front of you, slightly late. So, ich will versuchen, so weiter zu drehen, dass wir da über den Eierstock reinkommen, schön, ne? Ja, ist gut. Ist eindrücklich, das Ding, das sieht man von weitem. Ja, ist unglaublich. So, jetzt muss ich hier kurz den Anflug planen. Ich brauche noch hier ein Heading von. Solange das Wetter gut ist, muss 110. Das stimmt. 110. Jupe kommt ein bisschen zurück. Altimeter habe ich vergessen. 2986. Altitude. Two set. Altitude. Copy. Nase kommt langsam hoch. Und rechts turn. Drei, fünf, null versuche ich zu halten. Höhe Alpha Tower, Cowboy 5, joining Frequency. Two. Alter Pfiffig, Ram 11, Ram 1 Flight at entry with going for full stop landing with overhead break at runway 13 Romeo. Alter Pfiffig, Cowboy 5, package of 2F16 inbound, entry point west, currently 22 miles out descending to 4000 inbound overhead break, runway 13 Romeo, Cowboy 5 1. 2. So, ein bisschen right turn. Alt Alpha Traffic, Ram 4 Fly passing entry west, continue descending for full stop landing with overhead brake runway 13 Romeo. So, wir sind gleich drüber, dann fliegen wir ein Heading von 110 und gehen langsam runter auf die 2 Tower. Cowboy 5. Go for 6. Und wir sind drüber, Nase geht langsam runter. Nee, ich entzähle das gerade ein bisschen, gehe wieder als erstes rein. Ja, copy. Wir machen eine Brake Separation von 5 Sekunden. Ich bin der Erste, du bist links. 2, copy. Die blöde Wolke, ich sehe das blöde Airfield nicht. Ah, da. Ist die Runway. Ist immer so schlecht. Eine scheiß Wolke. Kann man gut sehen, ne? Die Runway. Oder auch nicht. Holy shit. So, Nase kommt hoch. 2000. 2000 über 4.
Ich schaue eigentlich permanent nur dich an hier. Alles gut. See Hornets in break. Geh ein bisschen Schub wieder. Ein bisschen langsam geworden. Unglaublich. Ich sehe die Runway nicht. Ah, da. Da ist sie. Ich habe so weit nicht so weit geguckt. Okay. Vorbereiten für den Right Turn. Achtung, wir gehen noch ein bisschen runter mit der Nase und der Right Turn kommt. Alter, Fahrt Traffic, Cowboy 5 passing entry point, west continue. Landing on way 13 Romeo. Ram 4 farm, flight passing initial. Und Speed kommt wieder ein bisschen. Wir sind voll auf der Runway. Bisschen Speed. 30 Knoten noch. 20 noch. Aldafa Traffic, Devil 6 Flight, 2 Point. West Continue Initial. Okay, 10 Knötchen noch. Okay, Geschwindigkeit halten. Cup Traffic, 1 o'clock, nicht schlecht, sieht gut aus. Okay. Ram 4 one break. Ram 4 two break. So, 250, Gier runter, Gier kommen. Flaps, half. Flaps, 100, 200, voll, anfangen zu trimmen. Gott, das war schon. Bin ich schon schöner und besser geflogen, ey. Definitiv. So, Gegenheading haben wir. Zu tief, Nase trimmen, nicht sinken. Nase trimmen, Nase hoch. Nase trimmen, Nase hoch. Okay. Double Traffic, Ramp for 1-2, going further. Okay. Hinten sehe ich 2-16er kommen. Alpha Traffic, Cowboy 5 passing initial 1-3 Romeo. Ram 4-1, turning final, gear down lock. Ram 4-2, turning to final, gear down and locked. Nimmst du rechts oder links? Ich nehme links. Ram 1-1, Touchdown. Wow, da ist eine Hornet. Ram 1-2, I got you inside, traffic inside, formation landing. Alter, for traffic, da muss ich die Mischung ran, ey. Wenn du kannst, bremsen ein bisschen. Aber du müsstest Jack und mich sehen. Wir sind quasi in Formation. Na, ich sehe euch.
Algosha Traffic, Double 6, breaking right now. No! Das war hässlich. Holy New Age. Algosha Traffic, Cowboy 5-2. Ja, und das war eng. Macht er direkt die Speedbreak-Runde. Ram 4-1 und 4-2, Touchdown. Alter, uff. Macht er direkt die Speedbreak auf nach dem Touchdown. Holy shit. Alter, for Traffic, Cowboy 5-1, turning base. Geht auch unlocked. Ich dachte schon, ich muss durchstarten, aber ging dann. Ja, ich habe auch voll gefressen. Das war ziemlich gefährlich. Okay, wir gehen auch über U raus. Alter, for Traffic, Devil 6-1, turning final, runway 13 right. Give up. 2-check. Alter, for Traffic, Ram 1 flight, runway vacated. Exiting to parking position via uniform 0. Runway vacated. 1-1. Alpha Traffic, Ram 4 flight, runway vacated. Ich halt hier kurz an, ne? Jetzt wollen wir nochmal kurz nervös auf den Schluss. Ja. Alpha Traffic, Ram 4-1, taxiing to parking position via uniform 0. Ah, oh, jetzt habe ich die Hälfte nicht gesehen. Egal. Da ist jetzt hoher eng gewesen. Oh shit. Ah, hat es echt schon länger nicht gegeben. Irgendwo ins Zeit verloren dort. Ja, keine Ahnung, was die gemacht haben dort. Holy shit. Also, wir sind relativ super reingekommen, auch von der Sekundenanzahl, 5 Sekunden. Angehalten und ja. Ja. Ja, das Problem war, ich habe Traffic vor mir gesehen, aber ich dachte, es wäre der Jack und nicht der Goblin. Ich habe die ganze Zeit den Goblin gesehen. Ach so. Und ich dachte, das wäre der zweite, weil der Goblin hat schon lange gesagt, dass er turnt. Habe ich gesehen. Und dann kam der Jack, hat dann den Turn angesagt. Und da dachte ich, hä? Das war eng, ey. Final for Traffic, Cowboy 5-1, leaving active runway, uniform 0, runway vacated. Holy sh. Alter, for Traffic, Devil 6-2, also touchdown. Ja, da gibt's Kritik, habe ich das Gefühl. Ich glaube nicht, dass das Training so gut ankam. Taxi
Alter, for traffic. Cowboy 5. Taxi back to sorry, parking. Jack. Fire Uniform Zero, Uniform Niner. Alles gut. Turning left. Ist ja nichts passiert. Ja, ich hab Traffic Inside gesehen, aber ich dachte, dass der Goblin du seist. Ich hab dich mit der 1 verwechselt. Oder die 1 mit dir. Also, ja. Hat er für Traffic. Level 6 Flight. Level 6 Flight, Runway Deck. War nicht beste Performance. Ich bin enttäuscht von mir selber heute. Hast du gesagt beim 1-2, oder? Ja, ja, schon. Aber ich hab dich vor mir gesehen, aber ich dachte, du. Also. Ich hab Goblin mit dir verwechselt. Weil Goblin hat gesagt, dass er quasi schon Touchdown ist. Und da dachte ich so, hä, wo bist du? Und da habe ich dich plötzlich gesehen und dann, ja. Naja, alles gut. Alter, Frau Traffic, Rambo 1, shutting down engines, last call, have a nice day. Ganz spät Feinde gegangen. Ja, alles gut. Ah ja, so, ich bin runter von neuer Frequenz. Wir sehen uns neu. So. Also, Dingsy ist hier wirklich schlecht, ey. Performance. Chief, place the wheel chocks. Copy. Wheel chocks are now in place. Okie dokie. Red off our traffic. Ram 1-2. Shutting down enemies. After traffic, RAM 4-1 shutting down engines. Have a good day. Bye bye. After traffic, RAM 4-2 shutting down engines. Bye bye. Flight controlled. Flight controlled. Ja, dann ab ist die Score. Hallo, hallo. Oh Gott. Hallo, oh Gott. Das war schon ein bisschen krass. Oh, Alter. Ich hatte mehr Angst, dass du plötzlich hinten ein Bügelbrett hochmachst. Kaum warst du am Boden, Alter. Da wusste ich genau, holy shit. Da kann ich niemals bremsen. Oh. Ah ja. Ich hab dich echt. Ich hab den Hornet vor mir gesehen und ich dachte, das warst du. Aber das war der Goblin. Ohne Scheiß. Heieiei. Aber war gut. Also, nicht gut, aber gut. Ja, hat noch geklappt. Schönes Formation Landing. Nach dem Break. Hm. Ja, gut. Schön, schön. Schön war es nicht unbedingt. Aber. So schön sah es nicht aus, aber ja, ich bin enttäuscht von der Performance in dieser Ecke von Aldafra. Ohne Scheiß. Ja, ja. So ja. Wie man in diese Hangars reinfährt, ne? Ja. Überhaupt schon auf dem Airfield. Ja, nee, oben geht's. Umso weiter weg wir von den Hangars gefahren sind, umso besser wurde meine Performance. Am Ende der Runway hatte ich irgendwie 70 FPS und am Anfang hatte ich irgendwie 20. Also bei mir war irgendwie gefühlt aus den Hangars raus und alles gut. Ja. Also ja, Muschis, ich habe den schlechtesten Rechner, ich habe keine Frame-Drops. Also nicht? Macht euch Gedanken über eure scheiß Setups, ey. Ohne ich will nichts hören. Zu will gute nichts Rechner. Hören. Ich baue jetzt hier nichts mehr um. Ich habe quasi 5 wenn ich die Missionen fertig. Wenn ich quasi auf die Grafik-Settings auf Low habe, dann habe ich auch 150 FPS. Ja. Aber ich will es schön haben, weißt du? Ja. Das ist du hast auch Goblin, ich habe in der Regel so zwischen 35 und 40 FPS.
Alter. Ach, Goblin, dir ging's auch so. Mir auch. Ich wollte schon die Grafik umbauen. Bei mir ist alles matschig. Ich habe keine Ahnung. Seit dem letzten Update spinnt es rum. Nein, das ist, also diese Ecke mit den Hangern ist echt krass, ne? Also ja, irgendwie. Ja. Da will man es euch schön machen, dann heult er auch rum. Nein, das liegt nicht drum, dass du es schön machst. Das liegt an der Map. Irgendwie ist was kaputt an dieser Ecke da. Ja, ich reduziere das aber trotzdem nochmal ein bisschen. Ja, kann sein, dass... Das sind die Hangars. Ja, ja. So wie aus der Hangars raus ist alles das gut. Das sind ja platzierte Hangars. Die ursprünglich standen, stehen da ja nicht mehr. Ja, da ist trotzdem. Irgendwas ist da noch. Ein Shader oder Lightning. Irgendwas ist da im Hintergrund. Also wenn ich rechts aus dem Fenster gucke, habe ich 32, 36 FPS. Wenn ich links aus dem Fenster gucke, habe ich 26 FPS. Und wenn ich vorne aus dem Fenster gucke, habe ich 23 FPS. Ja, das ist irgendwas bei diesen, aber nichts umbauen. Kann sein, dass beim nächsten Patch schon wieder gut ist. Nichts umbauen. Ich habe uns das da extra so schön eingerichtet, unsere Ecke. Ja, ist alles gut. Nee, kannst du so lassen. Das ist doch nur hier am Boden. Da kann ich mit leben, mit den wenig FPS. Wenn es in der Luft zu wenig wäre, dann wäre es kacke, aber ja. So, alles gut. Das war erstmal mein Stream aus. Ich bin dafür, wir verlegen auf den Taxiway. Okay. Ja, oder? Ich bin dafür, dass wir Sammelbestellung 40-90 machen, da haben wir kein Problem mehr. Wir verlegen da nur die Tornado stehen, da hat die irgendwie 70 FPS da hinten. Ja, da ist aber auch hässlich. Ja, ich weiß. Nein, es kann ja sein, dass mit dem nächsten Patch schon wieder gut ist. Ich glaube, die haben hier irgendwas versaut mit dem neuen Lightning oder so. Irgendeine Performance-Bubble oder keine Ahnung was. Irgendwas ist. Oh. Ich hab extra für Lasse da Dixie-Klos hingestellt. Ja, saugeil, Alter. Siehst du den Ape noch? Nicht mehr so weit nein. Laufen. Hä? Ein Ape noch ziehen, nein? Ich wechsle kurz meine VR. So. Endlich darf ich mal auf dem Zimmer meckern, ey. Jo, danke. So. Ich würde sagen, also, ich mache erstmal den Stream aus, weil für ein Debriefing müssen die ja nicht dabei sein, würde ich sagen. Und dann machen wir ganz kurz Pinkelpause. Sehen wir uns, was haben wir? 22 um halb? Reicht das? 8 Minuten Pinkelpause, Rauchpause? Halb? Jo. Okay. Jo, ist gut. Haben wir frei. So, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Gangstoleros. Wir machen jetzt noch ein Debrief um halb, ihr habt's gehört. Und dann sehen wir uns nächste Woche zu Tag 5 von der Red Scorpion-Kampagne. Ich habe ein paar neue Sachen hier eingebaut und ja, ihr habt's gehört, die Sounds und so. Ich fand's alles in allem nicht schlecht. Bin zwar mit meiner eigenen Performance nicht so zufrieden. Ich bin nicht so schön geflogen. Ich hab's gemerkt, ich bin jetzt auch länger keine Ordnung geflogen. Also länger. Was war denn da beim Anflug los? Montag letztens. Alter, Formation Landing, plötzlich, Alter. Naja, so. Das hat mich komplett aus dem Konzept gebracht. Ich kann ja noch So, ich bin